So eine Gruppe eben halt vom Gripstheater, wo wir überlegt haben, was ist wichtig für das Gripstheater bei so einer Feier aus 50 Jahren zu zeigen, was ist die Geschichte, was sind die aktuellen Sachen und auch, was ist für die Zukunft wichtig. Nein oder Nein, das ist die böse Frage, die Hass und Neid und Rache schürt und zu Mord und Totschlag führt. Dass es eine schöne Geste ist, mit einem Stück anzufangen, was hier Premiere, Uraufführung hat und die Tradition aufnimmt. Ein Panzer! Kind, für einen Panzer könntest du 100 Spielplätze bauen. 100? Der gute Geist des Grips ist, ja, es ist ein Resultat der aufklärerischen Haltung der Studentenbewegung. Es ist die Überschrift, dass die Welt veränderbar ist, dass man nicht aufgeben darf, dass es sich lohnt zu kämpfen. Das ist ein Stück, eben, das in Griechenland sehr, sehr bekannt ist, weil es vor 45 Jahren uraufgeführt wurde in Griechenland während der Militärdiktatur. Also es ist ein sehr scharfes, antiautoritäres Stück, was sich irgendwie durch die Zensur des Regimes durchgeschlichen hatte. Und das wurde dann zum Brennpunkt des Widerstandes gegen die Militärdiktatur, die dann 4-5 Monate später dann gestürzt wurde. Grips ist lebendig, Grips ist ernsthaft und Grips macht Mut und Zuversicht. Kinderrechte hat das Theater schon immer begleitet und das wollen wir auch hier richtig sichtbar machen. Dann ist die Kampagne rausgekommen, das Symposium rausgekommen, wo wir Kindertheater ja selber und Kinderrechte untersuchen. Wofür ist das wichtig? Wie macht man sowas auf der Bühne? Und haben uns da ja internationale Gäste eingeladen und ich finde das toll, dass hier über 60 Leute am Diskutieren sind darüber. Ich habe den Eindruck, dass Kinder und Jugendliche ihre Rechte zurzeit viel ernster nehmen. Sieht man zum Beispiel auch bei den Fridays for Futures, wo sie für etwas sehr Wichtiges und Grundsätzliches demonstrieren. Das Recht darauf, dass wir weiter auf dieser Erde leben können. Kinder sind paritätisch beteiligt, sie dürfen mitsprechen. Großartiges Theater, gerne mehr davon. Wenn es meins ist, kann es niemals deins sein. Diese Regel gilt schon seit der Bibel, seit der Steinzeit. Es wird meins sein. Es wird meins sein. Das Tolle am Grips ist, dass es ein Theater ist, was ich finde, bis heute was anderes versucht. Denn Kindertheater ist Menschenrecht. Es ist zu Recht berühmt, weil es zu einer Zeit klar gemacht hat, dass Kindertheater nicht wie die Kinderportion im Restaurant ist, halbe Portion, halber Preis, sondern dass es eine ernstzunehmende Kunstform ist. Ja, da hat jemand Stellvertreterposition übernommen für die Kinder, die sonst keine Stimme haben. Also ich wusste nicht ganz genau, was mich erwartet. Und ich war vor 2 Jahren zu dem Projekt schon mal hier, wo es ja auch so ungefähr um Kinderrechte ging. Das heute war nochmal eine krass andere Qualität. Also diese Aufstandsszene zu Beginn, das war richtig Gänsehaut-Feeling. Die haben sich heute Morgen zum allerersten Mal getroffen und das war einfach verdammt aufregend. Ich glaube, es haben noch nie so viele Kinder hier auf dieser Bühne gestanden. Super, das hat richtig viel Spaß gemacht. So, yo, that was powerful, that was magical and that's really what needs to be in each and every space, every theater, I mean all over the world.
Der bewegendste Moment war tatsächlich, als wir wirklich alle Visa zusammen hatten von den internationalen Gästen. Das hat ewig gedauert und nachdem wir das geschafft haben, indem wir nochmal den Botschaften persönlich geschrieben haben, das war super, als wir wussten, es dürfen wirklich jetzt alle Gäste kommen. Yeah, we are proud to be here for celebrate this great, great birthday party. Yes, of course, it's a pleasure to be here celebrating the 15th anniversary for the Grips Theater in Berlin. Damals war König Minos auf Kreta ein so schrecklicher Tyrann, dass alle vor ihm zitterten. Hast du alles gesehen? Überhaupt Theater zu machen in einem Land, das ja praktisch unter einer Diktatur steht. Und insofern bin ich sehr froh, dass diese Gruppe da ist. Die haben einen Trick gewählt. Die haben eine alte Geschichte von Ikarus und Daedalus auf die Bühne gebracht und machen daran aber letztendlich einen ganzen Generationskonflikt fest. Maria! Mama! Deine Australie, Ikarus! Ikarus! Freiheit! Jamba Bamba Boom! It was important that we convey that the child understands that humanity as a faith is the most important thing. Asking or questioning is prohibited in most of the houses because everybody is specifically scared of their own God. And it's very important for a child to know that no matter what you are, what religion, what caste, what race, what language, it is very important to be a human first, and that's a value we feel we have to start imparting right when they're young. Von 1994 bis 2008 hat das Hakchan Theater 4000 Mal Linie 1 in Seoul aufgeführt. Grips Theater war für mich eine Lernschule. Durch die Arbeit von Grips Theater habe ich meine Arbeit im Hakchan Theater in Korea weitergemacht und ich habe immer nachgeschaut, wie Grips Theater in den vergangenen 50 Jahren gearbeitet hat und versucht, den Konzept und Sinn der Arbeit wieder in meiner Arbeit wiederherzustellen. Ich habe mal in Hongkong Herrn Volker Ludwig getroffen und habe ihm gesagt, Sie sind mein Lehrer, und aber gleichzeitig auch mein Vater in meiner künstlerischen Laufbahn. Ich freue mich ehrlich gesagt jetzt gleich auf Frederik Fahle, weil das ist genau so, wie das Grips-Theater das Kinderlied ein Stück weit revolutioniert hat, hat er das auch. Ja, Grips-Theater bedeutet für mich Theater zwischen politischer Aufklärung und Spaß und Freude am Leben. Ich glaube, meine eigenen Songs wären nicht so, wie sie sind, ohne das Grips, ohne den Mut, Themen zu adressieren, die halt normalerweise in Kinderliedern nicht vorkommen. Kinder brauchen Kinder. Was machen wir nach was? Was machen wir so? Also, Theater mit gehaltvoller Musik. Das gibt's, ich sag jetzt mal, gibt's nur hier. Ich will sagen, das Grips Theater berührt, es geht ins Herz, es tut weh, man kann lachen, man kann weinen. Es geht auch um die dreckigen Dinge, die wehtun, trotzdem immer mit Humor. Und am Ende geht man raus mit dem Gefühl, dass die Realität veränderbar ist.
Und heute haben wir eine Luftballonaktion, wo ganz viele Kinder auf Postkarten, die wir hier haben, draufmalen können. Und diese werden dann hochgelassen stündlich und die sollen dann zum Bundestag kommen als Appell an die Politik. Hey, wir wollen die Kinderrechte mit ins Grundgesetz nehmen. Auf jeden Fall. Einmal Grips, immer Grips. Das macht, man hat es nicht vor. Man kommt hierher und ist speziell als junger Schauspieler oder als Schauspielerin und hört viel davon, aber dann lernt man die Leute hier kennen und die Menschen und das Spiel. Und dann ist es passiert, dann hast du dich verliebt. Und dann kannst du nicht mehr weg. Was mir hier besonders Spaß macht, ist tatsächlich die Recherchephase. Dass man gemeinsam wirklich was von der Pike auf entwickelt, dass man nicht so ein fertiges Stück hat eigentlich und das jetzt nur noch abspielt, sondern dass ich selber mitentwickeln kann, was wir erzählen, wie wir es erzählen, mit welchen Mitteln und Worten. Das finde ich geil. Ganz abwechslungsreiche Arbeit, ganz abwechslungsreiche Stücke, tolle Kollegen, ein unglaubliches, lebendiges Publikum. Und ja, man kann hier auch Kind bleiben und seine Fantasie ausleben. Ja, die Gala war natürlich der Höhepunkt, wo auch sehr viele alte Schauspieler mitgewirkt haben. Guten Abend, meine Damen und Herren, schön, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen hier im Grips Theater zu dieser kleinen Geburtstagsfeier. 50 Jahre Grips. Matthias Schlung und ich waren froh, dass wir da durchgekommen sind. Es war noch eine halbe Stunde vor Anfang, gab es noch große Änderungen. Und wir haben ja nicht viel geprobt. Wir haben uns die ganze Moderation selbst geschrieben, Matthias und ich. Und es waren viele Punkte, die mir oder uns auch persönlich wichtig waren. Die Freiheit ist das Schönste hier auf Erden. Sie muss behütet und verteidigt werden. Drum braucht sie viel Patronen und Panzer und Kanonen. Die Stücke haben sich entwickelt. Die Stücke sind immer reichhaltiger, komplizierter, differenzierter, nuancierter und größer geworden. Und es ist unnötig, lieber Philipp, hinzuzufügen, dass Kinder- und Jugendtheater keine verkleinerten Theater sind, sondern große Theater für kleine Menschen. Und wir werden daran arbeiten, dass das auch die Anerkennung erfährt, die es verdient hat, auch wenn es vielleicht noch etwas länger dauert. So viel Sonne, so viel Licht, macht den Falken im Gesicht. Noch mehr Autos um uns her, machen uns das Atmen schwer. Mehr Verschwendung, mehr Konsum, bringt woanders Menschen um. Mehr Verschwendung, mehr Konsum, bringt woanders Menschen um. Genau, das zeigt, wo Grips Theater sich schon immer wieder eingemischt hat. Und ich fand es am berührendsten bei dem Auftritt von Lemmy, der einfach da nochmal sehr auf den Punkt gebracht hat, wo vor 30 Jahren schon darüber diskutiert wurde. Und dass das jetzt nochmal, dass er das so, auch so toll formuliert hat, dass es wiederentdeckt wird. Dieser alte Slogan, weniger ist mehr. Und das hat mir toll gefallen. Und ich glaube, das zeichnet das Grips einfach auch aus, nie den Kopf hängen zu lassen, sondern immer mutig weiterzugehen. Da saß ich mal mit meinem Vater in der U-Bahn. Uns gegenüber saßen zwei Typen. Die haben Händchen gehalten und geknutscht. Mein Vater ist ausgerastet. Der hat mich am Arm gepackt und wir mussten sofort den Sitz wechseln. Ich habe das gar nicht verstanden. Aber eigentlich habe ich auch alles verstanden. Geht gar nicht. Haram. Also erstmal wünsche ich dem Grips Theater immer genügend Nachwuchs, weil irgendwann müssen auch mal die Jüngeren ran. Und das hat ja mit der Staffelstabübergabe auch gut geklappt. Und es braucht immer wieder neue, lebendige Menschen auf der Bühne, Charaktere auf der Bühne, neue, lebendige Ideen und immer am Puls der Zeit sein. Das ist ja das, was das Theater auch immer ausgezeichnet hat. Dafür bin ich eigentlich nur dankbar. Ich bin glücklich und dankbar, dass es so gelungen ist und dass es sich so gehalten hat und dass ich jetzt abtreten kann mit wirklich gutem Gewissen. Also ich wünsche dem Grips Theater für die nächsten 50 Jahre, dass es so bleibt, wie es ist, dass es sich weiter so für unsere Rechte einsetzt und genau, dass sie immer so nette Leute anstellen. Sich Offenheit auf jeden Fall zu bewahren und generell den Blick
Also das tut ja jedem immer gut, den Blick immer weiter zu öffnen und das Spektrum auch zu erweitern in vielerlei Hinsicht. Mut, weil wenn man 50 Jahre arbeiten, sich immer wieder neu erfinden muss, dann muss man sich auch zweimal noch mal im Kreis drehen. Und weiterhin Austausche macht mit verschiedenen internationalen Gruppen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, heute immer mehr noch. Dass es nicht überflüssig wird. Ich wünsche dem Ensemble vor allem Freude, weiterhin Freude an dem, was es macht. Weil letztendlich, wenn wir auf der Bühne stehen, ob jetzt, ob in 50 Jahren, ob in 150 Jahren, das, was sich immer transportiert, ist, wenn man Spielfreude hat. For me, Grips should bring that element to the new generation that will make this world a beautiful and sustainable world. Dass man nicht den Anschluss verliert an die Themen, die Kinder halt wirklich bewegen. Also ich fände es schön, wenn das von der Politik so gefördert würde wie Erwachsenentheater. Dass es einfach unheimlich viel Spaß macht, nachzudenken, dass man das auf eine lustvolle Art und Weise im Theater tun kann. Und wenn man danach aktiv wird, umso besser. Omoyo, which means soul in English. And I would say love, okwagala, you know, and then connection.